Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Long Journey Home. Wir haben letztes Mal unser Gerät aktiviert und konnten hier auf diesem Planeten, beziehungsweise auf diesem Mond, ein Wrack orten, welches wir jetzt mal besuchen können. Und mal schauen, vielleicht ist da ja ein Teil, was wir benötigen. Hier sieht man die Struktur, ein Wrack. Da können wir gleich das Metall noch holen, das ist auch gut. Wieder eine sehr geringe Gravitation. Ja. Okay, wir können also da rumfliegen. Aber eigentlich möchte ich ja landen. So. Erkunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, aber es scheint in gutem Zustand zu sein. Bringen wir es für eine weitere Analyse an Bord. Ein klapperndes Gerät. Okay, das war's schon. Also keine Gefahren, nichts wirklich erkundet. Da war einfach etwas zu holen. Ist auch mal eine Abwechslung, nicht immer in der Gefahr ausgesetzt zu sein, zu sterben. Dann holen wir hier noch das Metall. Oder das Eisen. So, das genügt mir und wir verlassen diesen Planeten, diesen Mond wieder. Ich weiß nicht wieso, schon in der letzten Folge. Ich sage immer Planeten, auch wenn es ein Mond ist. Das, irgendwie kriege ich das nicht rein. Naja. Da ist gerade ein anderes Schiff durchgeflogen. Natürlich war das dieser Gluck, der verfolgt uns schon die ganze Zeit. Hier oben haben wir noch einen Planeten. Den können wir uns auch noch ansehen. Und hier ist die Markierung jetzt aber weg. Ich frage mich wirklich, ob man bei unserem Mond, den wir gekauft haben, noch etwas tun können. Tödlich, okay, den vergessen wir wieder. Ich schaue jetzt trotzdem noch einmal kurz da vorbei. Vielleicht muss ich mit diesem Gluck auch noch mal sprechen. Ich fliege jetzt mal Richtung Mond, der fliegt mir ja sowieso nach. Ich schau mal, was er uns zu sagen hat noch. Ich gehe jetzt noch einmal auf diesen Planeten. Ich habe letztes Mal zwar nichts gefunden, allerdings habe ich vielleicht ja was übersehen.
Vielleicht muss ich auch einfach landen. Ich suche gerade eine Fläche, wo die etwas gerade ist. So. Okay, ich bin gelandet. Kann ich das jetzt aktivieren? Nein, das auch nicht. Ja, also ich sehe nichts, was ich tun könnte. Egal, wir haben diesen Mond gekauft, der bringt uns nichts, das war Credit verschwendet, allerdings werde ich mich jetzt nicht mehr weiter damit aufhalten, ich gehe in die nächste, ins nächste Sonnensystem. Irgendwie muss ich noch zu diesen Credits kommen, damit ich diesen Sprung bezahlen kann. Ich denke, ich werde jetzt Materialien verkaufen. Ich nehme an, hier wird es wieder ein, zwei Books geben. Hier gibt es eine rote. Ah, okay, das ist interessant. Die ist rot, die will vermutlich kämpfen. Die hat uns jetzt auch gleich abgefangen, ich habe nichts gedrückt. Also das wird. Das sind drei Schiffe, okay. Die Raksakt. Das ist eine ziemlich aggressive Rasse. Blut oder Bares. Also, wenn man diese trifft, dann muss man sich meistens entscheiden, ob man Credits bezahlen möchte oder ob man kämpft. Ich habe nur 13 Credits, davon gebe ich nicht noch 10 weg. Ich werde kämpfen. Alle Schilder hoch. Da waren noch drei, habe ich den nächsten schon zerstört. Standardarmierung erhalten, okay. Gut, diesen Kampf haben wir gewonnen. Cool, damit können wir das Landmodul reparieren oder wir können es verkaufen, was auch etwas Credits geben könnte. Gegen die werde ich immer kämpfen. Die werden immer aggressiv bleiben, habe ich das Gefühl, gegen mich. Das ist kein Planeten, auf dem wir landen können.
wir landen mal, beziehungsweise wir gehen mal in dieses Feld, da können wir dann weitere Elemente finden. Aus wie eine Stadt. Ich frage mich, ob da noch Leute sind. Ich nehme an, da sind schon noch. Die Lichter sind ja auch an, da sind sicher nicht noch Leute. Okay. Dock an einem Raxos Schwarzmarkt. Okay, interessant. In die Fänge des Todes in direktem Flug sind. Seid schnell oder tut eurem letzten Atemzug. Okay, das ist cool. Hier können wir handeln. 240. Wow. Nice. Das war nicht schlecht. So viel habe ich noch nie dafür geboten bekommen. Ich frage mich, wie wir diesen hier reparieren können. Schiffswerft. Nein. Okay. Also das ist einfach eine kleine Basis mit einem Schwarzmarkt. Interessant, sowas hatte ich wirklich noch nie gesehen. Ich zeige ihm jetzt einfach ein paar Dinge, vielleicht interessiert es ihn ja. Hungrig und gelangweilt, nein, das interessiert ihn nicht. Der bietet echt viel. Okay, wir sind wieder flüssig, definitiv, das ist eine Menge Credits. Ja, ich denke, dieses Fail hat sich definitiv gelohnt für uns. Ich hatte wirklich eine kurze Zeit etwas Angst, dass wir die Credits nicht zusammenbekommen. Allerdings so, das ist genial. Jetzt können wir diese umliegenden Planeten noch hier anschauen, ob es da noch Material gibt, können unsere Vorräte auffüllen und dann können wir diese Galaxie bereits wieder verlassen und die nächste betreten. Okay, hier gibt es seltene Gase. Das ist gut. Ich habe ja momentan genug Platz, darum nehme ich die auch mit. Ah, das ist so ein Gas. So zu farmen mag ich nicht besonders. Schnell, das hole ich nicht ein. Okay, jetzt schaue ich kurz.
Das ist das Gewöhnliche. Ich weiß von den Namen her leider noch nicht, welches die guten sind, welches die gewöhnlichen. Dann wird das XE hier das Seltene sein. Jawohl, dann konzentriere ich mich nur auf diese. Okay, ich habe jetzt drei, das sollte genügen für den Moment. Hier geht das Schiff echt schnell kaputt, beziehungsweise das Landemodul. Das werde ich gleich reparieren müssen. Ja, wie gesagt, ich mag es nicht so zu farmen. Das ist immer etwas umständlich, dauert eine Weile und wie ihr gesehen habt, das Schiff geht ziemlich schnell kaputt so. Wir reparieren mal das Landemodul. Schauen uns den nächsten Planeten an, beziehungsweise wir gehen zuerst zu dem kleinen Mond davon. Gefahren, Blitze, okay. Mineralien, ja. Dieses Risiko gehen wir rein. Hier ist die Gravitation wieder sehr gering. Das war neu. Riskiere ich nicht. Und wir fliegen weiter zum Planeten. Wow, das ist ein großer Planet. Okay. Hohes Risiko, nur für Gase. Dann schauen wir uns noch diesen Mond da draußen an und dann reisen wir weiter in die nächste Galaxie. Beziehungsweise ins nächste Sonnensystem und von dort dann in die nächste Galaxie. Der wird, der geht, geringes Risiko. Erdbeben. Ja, runter. Schaue ich mir mal an. Ich warte jetzt noch, bis das nächste Erdbeben durch ist. So, jetzt kann ich bohren. Ja, weiter gehe ich nicht. Okay, wir verlassen dieses Sonnensystem. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Übrigens die Fraktion, die wir vorher kennengelernt haben, beziehungsweise die ich ja zerstört habe, wir verdienen bei denen den Respekt, indem wir sie besiegen. Also,
dass ich sie angegriffen habe, war eigentlich nichts Schlechtes. Sie respektieren nur Stärkere. Also wenn man sie besiegt, steigt man im Ruf und man wird vielleicht, also das nehme ich jetzt mal an, man wird dann weniger angegriffen auch. Ja, wir reisen zum Beta Orionis und von dort aus, also erkunden diesen noch und dann reisen wir in die nächste Galaxie. Okay, hier hat es keine Planeten, nur... Ach Quatsch, das sind Planeten. Ja klar, die kreisen ja um die Sonne. So. Tödlich? Nein, danke. Ich denke nicht, dass der letzte anders sein wird. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ja, hohes Risiko. Also, wir gehen zur Sternenbasis und reisen dann in die nächste Galaxie. Wir können vielleicht auch gleich noch etwas kaufen. Okay, hier ist zu. Die Pflanze schüttelt sich und streckt einen Ast nach einem Knopf aus. Die Docks sind freigegeben. Ah! Okay. Kann ich jetzt da landen? Ja. Ich dachte zuerst, ich kann hier gar nicht landen und muss dann doch in die andere reisen. Die äußeren großen Zweige legen sich sanft um das Schiff und halten es in Position. Okay, die gehören auch zu dieser Pflanzensorte, das sieht man ja hier. Und die verändern sich je nach Stimmung. Also wenn sie deprimiert sind, werden sie halt dürr und zerfallen. Wenn sie fröhlich sind, dann blühen sie auf und Blumen sprießen. Ja, ich gebe ihm das für 44 Credits, weil eine Tankfüllung kostet 50 und mit einem von diesen kann man wesentlich weniger füllen. Das lohnt sich also schon. Ich bezahle das Tor. Hier kann man sonst, wie ich sehe, nicht viel tun. Ja, ich denke, diese Pflanze wird uns nichts mitteilen weiterhin. Von daher auf Wiedersehen. Wir reisen weiter und
Und was uns dort erwartet, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Die erscheint in 2 Tagen. Falls es euch bis... Moment, ich lasse es kurz durchlaufen. Falls es euch gefallen hat, diese Folge, würde ich mich sehr über einen Kommentar, Like oder einen Abonnent freuen. Und mich würde es ebenfalls freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen, wenn es heißt, diese Galaxie zu erkunden. Ich hoffe, wir treffen hier wieder mal ein neues Alien. Mal schauen. Und vor allem hoffe ich, dass wir unser Schiff reparieren können. Die Credits dazu haben wir ja bereits. Und das sehen wir alles dann. Von mir war's das. Bis dann. Join us on a historic day for the human race. The maiden flight of the Daedalus 7, Earth's first jump-capable ship, to Alpha Centauri and back.